Ich glaube, das Ciao im letzten Part hat man nicht gehört. Naja, egal. In diesem Part gegangen. Blackburn Rovers, die 18. Ich bin Gerrit der 6. Mal in meinem FIFA LP mit Liverpool. FIFA 12. Nicht FIFA 13 vom anderen Stern. Sorry. Da haben wir Fornica. Das sich anhört wie ein Lied. Fornica. Das ist die Fornica. Also eigentlich sollte ich ja hier gegen Blackburn Rovers ganz klar gewinnen. Das wäre auch mal wieder wichtig. Nachdem ich das letzte Spiel und das vorletzte, nachdem ich das letzte Spiel verloren habe, gegen Aston Villa, meine absolute Basismannschaft, und das vorletzte Spiel nur unentschieden gespielt habe, wäre doch hier jetzt ein Sieg wirklich enorm wichtig. Aber Morten Olsen hat sich dagegen verschworen. Das ist die Fornica. Ich mochte das Lied wirklich mal, aber inzwischen finde ich es eher kindisch. Und da ist David Toilet. Ich glaube, nach diesem Part werde ich auch auf Toilette gehen. Ich muss wirklich ein bisschen. Naja, egal. Ist ja jetzt nicht wichtig. Gott. Ey, piss dich, du! Alter! Kleiner, fauler, stinkender Sack! Willst du mir echt mal? So, ne? Henderson? Nein! Es darf doch wohl nicht wahr sein. Es darf auch nicht wahr sein, so ein schlechter Pass mal wieder. Ich meine, ich habe mit den Pässen habe ich wirklich nichts am Hut, dass die so schlecht sind. Gut, Henderson. Da habe ich ja wirklich lieb gewonnen, den Spieler. Ach, und dann funktioniert mein Joystick in dem Moment irgendwie nicht so richtig. Ich wollte nämlich eigentlich nochmal reinziehen. Aber irgendwie hat sich da mein Joystick kurz gedacht, nee, also jetzt reinziehen, nee, das habe ich jetzt keine Lust. Nee, das muss jetzt nicht sein. Also, nee, das muss jetzt absolut nicht sein. Natürlich ist die Controller aus. Geht auch schon ganz schön alt. Aber in diesem Moment kam es mir zumindest so vor, als wäre es wirklich so. Vielleicht war es auch ganz schön. Kam mir wirklich eigentlich nur so vor. Aber es kam mir so vor, als hätte wirklich der Controller sich da kurz gedacht, nee, ich beweg den Spieler nicht nach da. Naja, ist jetzt auch egal. Ah ja, übrigens, Time of Toilet ist er jetzt zu den Queen's Park Rangers. Sah ja auch lange danach aus, als würde er vielleicht sogar nach Gladbach wechseln. Was eigentlich ganz schön gewesen worden wäre, aber naja. Er hat sich für die Queen's Park Rangers entschieden. Und ich bin sehr dominant, aber so richtig die Chancen, also so richtig, die richtig, richtigen Knallerschüssen hatte ich erst einen. Und die ist halt leider ein bisschen missglückt, würde ich nicht mal sagen. Also richtig missglückt, ich hatte nicht so das Glück. Also im Prinzip ist das ja missglückt. So ist, glaube ich, das. Oh Gott. Ah, der Leck. Leck mir am Arsch. Da habe ich sogar gar nicht mal in die Richtung gedrückt. Da hat er. Oh. Toll. Ah, Mano. Das war gut. Mano! Wie schlecht kann die mit links schießen? Können die gar nichts mit links? Ich hätte vielleicht doch passen sollen. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass die sehr schön. Dass zumindest Henderson sehr schlecht mit links ist. Vielleicht kommt er auch gerade so vor.
weil er gerade alles versemmelt. Aber eigentlich ist das ja so das Anzeichen, dass jemand nicht ganz so stark bei uns ist. So, aber wir sind auf jeden Fall ganz schön Druck machen. Also, wenn jetzt hier nichts total Nerviges und Dummes passiert, dann sollte es hier doch eigentlich alles gut laufen. Nein! Das Suarez, oder? Fick dich, Spiel. Eine ausgeklügelte Schulter. Scheißspiel, ey. Geh mir nicht auf die Eier, du. Ich hoffe einfach mal ganz dringend, dass es nichts Schlimmes ist, aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl. Boah, ey, wie es mir Spiel eigentlich schon die ganze Zeit einfach den virtuellen Stinkefinger ins Gesicht zeigt. Ich glaube, den habe ich ihm gerade wirklich schön zurückgegeben. Nur bei mir ist er nicht virtuell und Carol steht einfach nur dumm rum. Das ist der Grund, warum ich Carol hasse. Das ist ein scheiß Nudenjigger, wo ich immer noch nicht weiß, was das heißt. Aber ich habe eine Idee. Ja, von Pizza mit dir, Alter. Ich werde es jetzt auch nicht so verwenden. Ich will jetzt hier wirklich kein Klauer sein. Ja, Glück, dass ich überhaupt da noch den Kugel hatte. Das wäre das Beste gewesen, wenn das jetzt ein Elfer geworden. Ja, natürlich, wenn ich den Ball habe. Okay, ich wäre da nie im Leben so durchgekommen, aber ich meine ja nur. Ja. Sind scheiß. Sah so gut aus, aber ich glaube mit Carol wird es wohl schwer möglich sein, dass ich da irgendwas reißen werde. Und ich meine, es lag ja wirklich nicht daran, dass er K.O. war. Ich meine, der hatte wirklich noch ein bisschen was an Fitness. Aber es ist halt schon doch ganz schön ätzend. Ätzend. Pennant ist durch. Pennant wird gefoult. Pennant ist trotzdem durch. Pennant wird von 10 Mann angegriffen. Pennant ist trotzdem durch. Pennant hätte mit rechts schießen können. Pennant kann mit rechts schießen. Ich dumm sein. Ach, Mann. Jakubo. Ja. Hätte gefährlich werden können, aber er war schlecht geköpft, folglich auch. Nichts Gutes bei rausgekommen. Die Zeit zeigt mir das Spiel wirklich so ein bisschen den Fick dich Finger ins Gesicht. Suarez verletzt, Magidi verletzt, Bellamy war anfangs verletzt, Gerard verletzt. Gerard verletzt sich zum Glück, wenn er sich dann schon verletzt. Nicht lange, aber immerhin, er hat sich auch verletzt. Für 3 Wochen oder so wenig ist es auch wieder nicht. Ach ja. Na, ich will auch gleich wechseln. Weil Berlin ist wieder K.O. Okay, ja, ist immer schnell K.O. Aber hier brauche ich auf jeden Fall das 1-0. Da sollte der Ball nicht hingehen. Ich will die Kugel haben, dann wechsle ich aus. Geht doch noch eigentlich. Ich weiß zwar, dass jetzt gleich die englischen Wochen kommen. Weil wir auch in England sind.
Och, Carol mit so einem Gammelschuss, ey. Ist doch scheiße, die kleine Pussy. Ey, gerade ruckelt so übel. Ist auch nicht schön. Das soll da bitte schon faul von mir gewesen sein, also. Entweder habe ich es wegen Ruckeln einfach nicht gesehen oder da war wirklich einfach nur mal wieder so. FIFA denkt sich, irgendwas war da, obwohl dann nichts war. Beides halte ich für gut möglich. Fick das Spiel. Auch wenn er nicht drin war. Na komm, jetzt wirklich auch mal. Muss ja, sonst geht ja hier nichts. Bellamy ist jetzt auch schon ganz schön K.O. Ich könnte Gerard reinbringen. Nein. Zu schnell gedrückt, das wollte ich mich ja nicht wieder mal nicht tun. Kennt man ja von mir, ich mache oft Sachen, weil ich tun will. Da kommt natürlich Adam, der langsame Sack mit seinem Ball. Das ist halt ein Problem. Ganz schön langsamer Kerl. Und Lukas Leiva ist ein unnötig schlechter Spieler. Es ist schlimm mit ihm. Ich hasse ihn einfach nur. Ich hasse ihn. Da pennen. We are the dancing all I need. We are the superstar I need. Das war völlig falsch gesungen. Doch German Pennen trifft das Tor. Yippie, yippie, yeah. 1-0, würde ich mal sagen. Die vorne, das ist die vorne. Hat die Ball. Na, die wollen jetzt natürlich hier noch ein bisschen was reißen. Aber ich sag ganz einfach, vergesst es, ihr kleinen Mutis. Naja, bin ich jetzt auch ganz direkt. Vergesst es, ihr kleinen Mutis. Mit solchen Pässen. Er ist so schnell, aber glaube ich nicht vergessen. Jetzt. Hä? Irgendwie. Ich meine, sonst wäre es wieder noch ein Tor wahrscheinlich. Wahrscheinlich wäre es noch ein Tor, wenn ich da es geschafft hätte, die Kugel abzugeben. Habe ich irgendwie nicht. Heilige Scheiße, in unglaublicher Zeit, weil es bei mir gerade übel geleckt hat, geht diese Kugel dann ins Tor. Ich habe echt gedacht, das war's, die ist drin. Ich hab mich, war schon kurz davor, mich aufzuregen. Wie sie einfach gerade jeden Pass. Peppe Reiner, weg mit der Kugel. Leider geil. Leider geil. Stinkefinger, in your face. Scheiß Bitch Spiel. Stinkefinger, in your face. Scheiß Bitch Spiel. Leider geil. Egal, so. Oh. Wir haben David Heugel besiegt und der Spieler ist für. Au, meine Nase. Für 8 Wochen verletzt. Wie soll das denn werden? Mann. Platz 11 sind wir übrigens trotz des Sieges nur. Das, wie soll denn das werden? Ohne Suarez. Mit dem Gammler Karel. Oh Gott. Das kann gar nichts werden. Das ist, glaube ich, auch noch ein bisschen verletzt. So ein Scheiße. Rodriguez. Nee, kann nicht. Eklisten. Das ist einigermaßen schnell. Komm, ich nehme mal Eklisten in die Dings da. Deswegen haben wir schon voll. Nein, haben wir nicht. Gut. Jetzt haben wir. Bitte sagt es Gerard nicht mehr, wie es hässliche Pflaster hat. Er hat es immer noch das Pflaster drauf. Scheiße. Nein.
jetzt also im nächsten Part mit Carol. Das wird doch garantiert eine unglaubliche Qual. Naja, wir werden es sehen. Gefallen tut mir es auf jeden Fall nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.